Ronja und letzte Folge haben uns meine Eltern besucht. Diese Folge machen wir ja ein kleines Feuerwerk. Denn es ist Silvester und ich habe gedacht, an Silvester können wir ja in unserer neuen Wohnung. Nein, so neu ist sie nicht mehr. Sie ist auch schon irgendwie. Ich weiß nicht. Irgendwie geht auch immer mehr schon den Bach runter. Das scheint einfach ein ganz normaler Effekt zu sein bei unseren Wohnungen. Aber noch steht das Haus und es ist noch nichts abgebrannt. Und es ist jetzt auch schon abends. Das heißt, es ist eigentlich Zeit für Feuerwerk gekommen. Sieht eigentlich auch mal ganz hübsch aus, muss man sagen. Also, ich habe, glaube ich, noch nie wirklich abends draußen was gemacht, weil ich immer in meinem Zimmer war und dann irgendwie geschlafen habe. Aber jetzt ist der Tag im Jahr, an dem man nachts bis 5 Uhr morgens aufbleibt. Und ja, das ist der Masterplan. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo Tops und Flo sind. Eigentlich wollten wir uns hier treffen und wollten zusammen Feuerwerk machen. Aber von den beiden ist natürlich nichts zu sehen. Das heißt, ich muss jetzt erstmal das Haus absuchen, bis ich irgendwo was finde von denen. Aber theoretisch sind die bestimmt auch... Oh! Hi? Irgendwo die Party. Wir wollten eigentlich keine Party machen, aber bist du ein Freund von Flo oder Tops? Ja, definitiv. Ja, genau, dann bist du hier richtig. Dann einfach reinkommen. Okay. Nicht mit dem Auto, bitte reinkommen. Nicht mit dem Auto. Nein. Genau, das Auto kannst du vorne parken vielleicht? Ja, okay. Nicht hier. Wer hat dich denn eingeladen? Flo oder Tops? Für Getränke? Nein, wir wollten eigentlich nur ein bisschen Feuerwerk machen. Okay, hier hinten, glaube ich, ne? Ja, also wir haben eine Bar, so ist es nicht, aber das ist, also, bedienst du mich bitte endlich mal? Ich bin keine Angestellte hier. Ich lebe hier. Das ist mein Haus. Ja, hier ist doch die Party, oder? Ja, aber ich weiß ja noch nicht mal, wer dich eingeladen hat. Ja, ich auch nicht. Deswegen, Warte, du auch nicht? Nein. Ich bin hier der Freund von Carsten. Wer ist Carsten? Ja. Entschuldigung, aber es gibt hier niemanden, der Carsten heißt. Doch. Hier ist kein Carsten. Ich kenne keinen Carsten. Nee, das ist ein ganz entfernter Freund von hier dem einem Blonden hier, falls du den kennst da. Ja. Oder gibt es jetzt bitte Getränke? Detlef? Detlef, wir wollten das draußen machen! Detlef, wir wollten das draußen machen! Wieso bist du? Detlef? Ich bin tot. Du bist tot. Ja. Das ist ja, ja. Draußen, bitte, Detlef, mich wundert's nicht, dass du tot bist. Bin ich ganz ehrlich. Können wir bitte draußen Feuerwerk machen? Guck mal, wir können uns hier auf die Wiese stellen und wir können hier ein bisschen Raketen zünden. Und Detlef, hast du Flo oder Tops gesehen? Keiner ist da. Es wundert mich auch, weil normalerweise sollten die um so späte Uhrzeit schon zu Hause sein. Ich weiß gar nicht, was die noch machen. Warum die noch nicht hier sind, das wundert mich wirklich. Und, Hi, bist du hier für Silvester? Hast du Flo oder Tops gesehen? Alles klar, der hilft mir nicht weiter. Okay, wir suchen mal nochmal im Haus. Ich glaube, vielleicht im oberen Stock könnte ja jemand sein. Oh Gott, der Typ im Auto. Oh, warte, das Schwein fährt im Auto. Oh Gott, ich gehe hoch. Da kann ich wenigstens nicht überfahren werden. Das heißt, wir gucken jetzt hier einfach mal. Hier sind übrigens überall Fackeln. Ich muss jetzt mal einen mitnehmen. Sonst wird es mir nämlich zu dunkel. Ich mach kurz auf. Komme! Ich komme schon. Oh, Flo, hi! Hi! Hattest du keinen Schlüssel dabei? Oh. Ja, ich wollte dich einfach reinplatzen hier. Ich muss doch mein Video aufnehmen. Ich hoffe, ich bin nicht zu spät. Kein Ding. Detlef war schon hier, das heißt, den haben wir wahrscheinlich schon verpasst. Und wer ist das? Das weiß ich nicht. Aber hier, wir haben jetzt ein Auto. Ja. Also, das hat hier jemand jetzt reingeparkt und das gehört jetzt uns. Oder mach doch so. Oh, das ist ja schön. Haha! Ey, ja, Premium. Tops ist, keine Ahnung, irgendwo im Nirgendwo verschwunden. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Aber hast du Feuerwerk mitgebracht? Ja, ein paar. Die waren im Angebot. Die haben mir so einen Typ verkauft gerade. Der war so halb durchsichtig. Okay, hallo! Hallo! Ist hier dir Ticket? Nein! Sind wir abends geschafft? Der Party? Oh! Die Grünen, hä? Ich glaube, Tops meinte, ich soll ihn abholen mit dem Bus oder so. Warte kurz. Oh, okay. Alles klar, dann mach du das und ich guck nochmal. Warte, hier, Dings, ich gebe dir schon mal hier, hast du deine Feuerwerke. Oh, danke schön, prima. Bei dem Angebot. Oh mein Gott, sind das viele. Ich suche Tops, bin ich wieder da. Alles klar, bis gleich. Dann habe ich jetzt schon mal
64. Sind das verschiedene? Ich glaube, das sind verschiedene. Hi, guten Tag. Sie wollen mir was verkaufen, nehme ich an. Sie würden gerne feuern. Feiern. Feuern oder feiern? Feiern. Feuern. Hui. Feiern. Nein. Feiern. Feiern. Und ich zusammen. Warum? Detlef, Detlef, was ist passiert? Detlef. Feuerwerk geklaut. Dein Feuerwerk wurde geklaut. Detlef, sei nicht traurig. Ich hab was für dich. Guck mal, hier. Ich geb dir ein bisschen Feuerwerk. Aber schön draußen anzünden. Nicht unter der Terrasse. Ja. Nein. Nein. Aua. Detlef. Wasserwerk. Was ist denn ein Wasserwerk? Das ist eine sehr schöne Farbe. Rot? Wollen Sie mit mir feiern? Nein. Ich kenne sie nicht. Sie sind ein fremder Mann für mich. Ich weiß nicht, wer sie sind. Sie tauchen ab und zu an meiner Haustür auf und ich bin sehr beunruhigt. Ich weiß nicht, wer sie sind und was sie von mir wollen. Bitte nicht. Bitte, bitte gehen Sie nicht rein. Bitte gehen Sie. Wo ist er hin? Das ist ein sehr schönes Haus. Bitte verlassen Sie mein Haus. Ich kenne sie nicht. Einfach nein! Auf die Toilette gehen. Guten Tag! Oh, Polizei! Schön, dass Sie... Ja, schön, dass Sie da sind. Wir haben einen Eindringling. Und zwar, wenn Sie einmal hier hochgehen würden, das ist ein fremder Mann. Der ist einfach in mein Haus reingekommen und hat einfach... Ich weiß auch nicht. Der ist jetzt einfach hier. Können Sie den bitte... Der ist hoch. Einfach hoch. Einmal gerade. Okay. Danke! Schön, dass Sie sich so schnell drum kümmern. Oh, nein. Nicht wieder. Verdammt. Oh, nicht du schon wieder. Oh nein. Gehen Sie bitte weg. Lassen Sie mich in Ruhe. Oh nein, bitte nicht. Also wahrscheinlich wurde Lärmbeschwerde angerufen wegen Detlef, aber wohl in Silvester sollte da eigentlich keiner anrufen, nur weil ein paar Feuerwerke gezündet werden. Das ist jetzt ja auch schon spät. Aber ich meine, Familie mit kleinen Kindern, die machen ja auch normalerweise Feuerwerk früher als 12. Deswegen sollte das nicht das Problem sein. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass jetzt die Polizei gekommen ist, obwohl es nicht wirklich einen ersichtlichen Grund dafür gibt. Und ich glaube, die hat jetzt das Problem auch gelöst. Ich gehe mal oben gucken, wie... Oh nee, es klingelt. Dann gehe ich lieber zur Tür. Das ist bestimmt... Ja! Hi, Adriana! Komm! Ja! Bist du zu Silvesterfeiern hier? Ja! Hast du noch wen mitgebracht? Ja! Ja? Ja! Ja! Wirklich? Oder ist es mehr so ein Ja als Antwort? Ja. Oh. Oh, warte. Ja. Hoppa. Ja. Hoppa. Wer ist das? Ist es ein Freund von dir, Adriana? Hoppa. Ja. Hoppa. Bist du dir sicher? Hoppa. 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 Oh. Scheinbar nicht, weil jetzt schießt. Du ja auch auf ihn. Aber du bist sicher, dass ihr Freunde seid, ihr beiden? Nö. Oh, okay. Na dann. Alle reinmarschiert, ha? Schätze ich mal. Und ich glaube, wir warten einfach nur noch auf. Ja? Ja. Mhm. Richtig. Weißt du, wie spät ist es, Adriana? Ja. Ja. Mhm. Hoppa. Ist es vor oder nach 11? Ja! Alles klar. Gut, das ist mein Signal. Ich weiß nicht genau, wie man die Raketen hier aufbauen kann, weil ich irgendwie immer die Dinger direkt zünde, aber ich wäre ja bereit. Hoppa, oh! Hoppa, 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 ja! Hoppa. Oh, sie schießt auf ihn. To a crisp. Aronia? Ja? Ja? Flo? Ich war gerade so ein Typ, ich hab den versehentlich ein bisschen zu hart, ja. Oh, ist nichts. Ja, ist nicht schlimm. Ich wollte Tops suchen, aber der ist nicht zu Hause. Ich glaub, Tops ist nicht zu Hause? Nee, ich hab ehrlich gesagt Tops nicht gesehen. Du in einer Stunde da sein. Ich hab keine Ahnung. Normalerweise sieht man den ja auch. Also der meldet sich ja auch an, aber keine Ahnung, was der gerade hier treibt. Er ist locker schon da. Meinst du? Okay, wir können ja mal gucken. Vielleicht hat er einfach geschlafen die ganze Zeit und wir haben es nur nicht mitgekriegt. Tobias? Bist du hier? Ja, vielleicht ist Tops der Wolf. Okay, ich hab gehört, wir töten Tops.
Nein, aber dann... Wir müssen uns aufteilen. Okay. Hier ist leider, glaube ich, eine Sackgasse. Aber ist nicht schlimm. Ich finde ihn noch. Tops? Anja, wo bist du? Tops, wo bist du? Tops? Ich bin hier unten beim Eingang, hallo? Warte, ich komm runter. Oh mein Gott. Ich bin hier oben, hallo, hinter dir. Dreh dich um. Oh, hi. Hi. Aha. Bist du schon die ganze Zeit hier oder wo warst du? Ich war jetzt eigentlich die ganze Zeit in meinem Zimmer und hab geschlafen. Dann ist so ein komischer Typ durchgerannt, der irgendwie ziemlich komisch war. Und dann kam noch eine Polizistin hinterher und dann hab ich mich bekriegt. Aber du warst da. Ich hab die ganze Zeit gesagt, ich wollte jetzt nicht einfach in dein Zimmer reinplatzen, weil Privatsphäre ja, und so, ja, verstehst du? Aber mal bitte klopfen, wenn du bei mir eigentlich bist. Deswegen. Ja, wie gesagt, ich komme jetzt nicht einfach in dein Zimmer. Aber Flo ist auch da, das heißt, wir können eigentlich, wenn du magst, Feuerwerk anfangen. Kommen jetzt noch mehr Leute? Ich habe nämlich noch ein paar Leute eingeladen. Du hast noch, warte, okay. Hast du vielleicht einen Kumpel, der diesen Wagen hier fährt? Puh, den Wagen habe ich nie gesehen. Also ich kenne zwar die Marke, Der war da und hat gesagt, einen Carsten kennt er und der ist jetzt, Ich kenne keinen Carsten. Da ist er! Er ist der Wolf! Au, nein! Oh, was? Flo! Haben wir gewonnen? Ja, wir haben gewonnen. Waren wir mit Siegesfeier weg? Ja, warte, bist du ein Schaf? Ich bin Schaf. Herr, warte. Jetzt bin ich schon wieder. Pass auf, mich die ganze Zeit umzubringen. Ich wurde von Wissenschaftlern gefangen genommen und wurde was? Irgendwie öfters getötet. Ja, das ist öfters? Es ist einfach, dafür bist du jetzt immun, immerhin. Also, kann nicht jeder behaupten. Ja, immun, aber es ist nicht wichtig, wenn die einfach Leute auf dich zukommen und dich umbringen. Ja, aber guck mal, Tops. Du wirst ja nicht so oft umgebracht. Ich meine, wie schlimm kann es wirklich Feuerwerk sein? Oh, wollen wir nicht rausgehen fürs Feuerwerk? Obwohl, Detlef hat das vorhin schon probiert. Ich wurde festgenommen und dann haben die einfach. Hey, warum ist hier? Ey, wie kann man das? Hä? Warum stehen die auf? Hör auf, hör auf. Ich weiß nicht genau, wie man die hinplatziert. Hast du eine Ahnung? Komm mal, ich hab dich. Okay. Doch nichts machen. Okay, ich mach nichts. Doch nicht? Ich mach nichts. Warte. Set ready? Ja. Ja, 3, 2, 1, los. Schau nach oben. Oh. Jetzt haben wir nur grüne, ha? Huh? Warte, hab ich noch andersfarbige? Ja, grün. Anders, welche? So. Ey, warte mal, ich kann mal. Ey, ich probiere mal was, das habe ich in der Zeitung okay. gelesen. Okay, alles klar. Was hast du gelesen? Ist das gefährlich? Können wir das legal machen? Geht das? Was passiert? Ich glaube, du musst ein bisschen weiter höher. Warte mal, okay. Oh, warte, bleib draußen. Okay, wir bleiben draußen. Ich kann noch. Hier, ich habe noch rote. Und, Hast du noch welche? Okay, pass auf, Cher. Oh Gott, was tust du? Oh nein, das wirkt gefährlich! Was? Oh! Was, ist jetzt selber weggeflogen? also... Hat er sich aber Gedanken übers Landen gemacht? Was? Was stand da? Castro went off with a bang. Das ist beunruhigend. Okay. Ja. Oh, warte. Hier ist... immerhin noch Flo's Feuerwerk. Ist doch auch schön, oder? Ja, das ist aber auch, guck mal, der hat sogar Geld fallen lassen. Oh. Dann können wir wenigstens die Miete noch bezahlen, solange... Ich bin doch hier der Besitzer des Hauses. Oh, stimmt. Ich bin so auf Miete getriezt, weil der Vermieter damals ja so penetrant war. Dein Dingsmuster, das ist ja eigentlich mein Haus. Also bräuchte ich dich doch nicht. Ich geh schlafen. Was denkst du, wie... Ja, der weiß aber schon, das ist, ich brauche auch Strom und sonstiges. Tschüssi, und ja, wir tschüssi, in demselben, und du kannst tschüssi, komm, wir laufen. Ich bin weg, ich geh jetzt schlafen, tschüssi. So, das war's dann auch mit dieser Folge Alltag. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Silvester und ein schönes neues Jahr und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, ciao.